Zu Beginn des Druckgusszyklus wird die Form gereinigt und mit einer Schlichte beschichtet, die als Trennmittel zwischen Form und Gießwerkstoff wirkt. Nun folgt das Einschieben der Kerne und das Schließen der Form. Die Schmelze, hier flüssiges Aluminium mit einer Temperatur von etwa 700 Grad Celsius, wird mit Hilfe eines Kolbens sehr schnell durch das Anschnittssystem in die Form gepresst. Die Form fährt auseinander, gleichzeitig lösen die Auswerfer das Werkstück von der linken Formenhälfte. Ein Roboter entnimmt schließlich das Werkstück und legt es ab.